Blende entscheidet immer, wie viel scharf in deinem Bild ist und wie viel unscharf im Hintergrund oder Vordergrund deines Bildes ist. Hallo, mein Name ist Silvio Oeser. Ich bin Fotograf und Fototrainer und heute möchte ich dir leicht und verständlich das Thema Blende rüberbringen und mit ein paar Beispielen zeigen, dass man doch relativ schnell und einfach auch verstehen kann, worum es dabei geht. Und ich würde sagen, wir gehen gleich raus und fangen sofort an. Viel Spaß! Um das Thema Blende euch so schnell und so einfach wie möglich zu erklären, kann ich eigentlich schon drei Sätze dazu sagen. Und zwar ist es so, dass das Thema Blende sich auch ein bisschen anders verhält, wenn du das Thema Brennweite verstehst. Das heißt also, wenn du mit einem 14mm Objektiv bei Blende 2.8 Porträts machst, zum Beispiel von einem Menschen, ja, was man durchaus machen kann, und das gleiche mit einer Brennweite von 70mm oder 150mm bei Blende 2.8 machst, dann sieht es schon ganz anders aus. Das heißt also, deine Tiefenwirkung und deine Unschärfe oder die Schärfe, die du möchtest im Bild, sieht natürlich ganz anders aus, wenn du dementsprechend eine kurze oder lange Brennweite verwendest. Blende entscheidet immer, wie viel scharf in deinem Bild ist und wie viel unscharf im Hintergrund oder Vordergrund deines Bildes ist. Und wenn ihr Porträtfotografen seid, dann werdet ihr wissen, dass ihr gerade mit 85mm so ein bisschen die klassische Brennweite ja für Porträts habt und da immer relativ offenblendig arbeiten wollt. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was ist offenblendig, was heißt das? Jeder redet davon, alle sprechen von Offenblende. Offenblende bedeutet nichts anderes als das Objektiv mit der kleinsten Blendeneinstellung zu benutzen, die es kann. Das heißt also, wenn du deine Kit-Linse verwendest, das 18-55 mit Anfangblende 3,5, dann wäre deine Offenblende 3,5. Wenn deine Anfangsblende 4 ist, ist deine Offenblende 4 sozusagen, ja. Und wenn wir hier mit einem 35mm Objektiv arbeiten, was ich hier auf meiner Filmkamera habe, dann ist hier die Anfangsblende 1,4. Und das würde bedeuten, Offenblende 1,4. Genau. Ich denke, es versteht sich relativ schnell und einfach auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und einfach ein bisschen darauf schaut, wie sich das verhält. Jetzt ist es also so, dass wir bei den verschiedenen Brennweiten und gleicher Blende eine unterschiedliche Wirkung haben. Und das solltest du auch immer wissen, wenn du deine Bilder gestaltest. Was möchtest du zeigen? Das heißt also, wenn du im Urlaub unterwegs bist und du möchtest zeigen, wie herrlich die Umgebung ist und was es vielleicht dort Schönes zu sehen gibt, dann wäre es ungünstig, wenn du mit einem 100mm Objektiv Blende 2.8 auf deine Frau und deine Kinder hältst und der Rest total unscharf ist im Hintergrund. Dann sieht niemand im Nachhinein, wo wart ihr eigentlich, oder man kann es nur ein bisschen schemenhaft erkennen. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn ihr ein Objektiv verwendet, was dementsprechend zwar jetzt keine kleine Blendenzahl hat von 1,8 oder so, aber aufgrund von Blende 5 oder Blende 8 auch zeigt, was im Hintergrund ein bisschen los ist. Ja? Man sagt oftmals auch, so dieses Porträt bei der Arbeit, der 35mm Look, den möchte man nicht immer auf Blende 1,4 oder 1,8 machen, sondern da darf dann auch ruhig mal auf Blende 4 sein oder Blende 5,6, damit man auch sieht, was noch dazugehört und was so ein bisschen auch generell zum Thema des Bildes und der Story dazu gehört. Nach der vielen Theorie zeige ich euch jetzt live, was im Bild passiert, wenn ihr die Blende nacheinander verändert. Okay, wir starten jetzt bei Blende 1,4, die ist jetzt eingestellt. Jetzt dürfte das Bild etwas hell sein, vielleicht auch zu hell, Entschuldigung dafür. Aber so seht ihr, wie das Foto oder das Bild jetzt im Video bei 35mm Blende 1,4 aussieht. Jetzt gehen wir hoch auf Blende 1,8. Das sieht es so aus wie vorher, wie gerade eben. Jetzt gehen wir weiter auf Blende 2,8. Das ist ja die Anfangsblende von vielen Objektiven. Wir sind jetzt bei ISO-Automatik, das heißt, die Kamera stellt alles selber ein, nur die Blende verändert sich. Und achtet mal nicht nur auf mein Gesicht, sondern vor allem auch auf den Hintergrund. Denn bei Blende 1,4 war vieles unscharf, bei Blende 2,8 dürfte jetzt schon vieles schärfer sein im Hintergrund. Jetzt gehen wir auf Blende 3,5. Das ist die Anfangsblende von vielen Kit-Objektiven. Achtet wieder auf den Hintergrund. Wir gehen auf Blende 4. Das ist die Anfangsblende von diesem Kit-Objektiv an der 200D. Jetzt gehen wir auf Blende 5,6. Achtet immer auf den Hintergrund. Genau. Also das dürfte so ein bisschen schon der Look sein, wo man eigentlich alles erkennt. Bei 35mm, das ist ja auch schon so ein kleines Weitwinkel, wenn man so möchte, da dürfte jetzt eigentlich die Welt im Fokus sein. Und wir gehen jetzt mal auf Blende 8 noch hoch zum Abschluss. Und da dürftet ihr sehen, dass alles scharf ist, dass ihr quasi alles seht, die Bäume, das Laub hinter mir, man kann alles sehr gut bestimmt erkennen. Von so her, wenn ihr ein Foto draußen macht beim Sonnenschein und ihr habt jetzt ein Kit-Objektiv drauf und geht auf Blende 8 oder Blende 5,6,
Dann dürfte alles im Fokus sein und dann habt ihr quasi keine Probleme zu zeigen, wo ihr seid. Nicht nur, dass die Frau im Fokus ist, sondern auch alles andere, was ringsherum quasi mit auf dem Bild ist. Wir gehen wieder zurück auf Blende 2,8. Achtet auf den Hintergrund und den Unterschied. Ja, das ist jetzt Blende 2,8. Und jetzt gehen wir runter auf Blende 1,8. Das war jetzt meine Videoeinstellung. Und jetzt dürfte wieder hinter mir sehr viel unscharf sein. Ihr dürftet so ein bisschen auch das Bokeh erkennen vom Objektiv. Sozusagen das Laub, was angeleuchtet wird von der Sonne, erscheint jetzt im Hintergrund als kleine Punkte oder kleine Leuchtkugeln sozusagen. Das ist quasi wieder ein anderer Look als vorher. Ich fasse für euch alles nochmal ganz kurz zusammen. Punkt Nummer 1, achtet bei eurer Blendeneinstellung immer darauf, welche Brennweite ihr auch dran habt. Das heißt also, seid ihr weitwinklig unterwegs wie 12, 14 oder 18 mm, dann sind 2,8 in der Blende oder 3,5 eigentlich auch schon die Einstellung dafür, dass fast alles im Fokus ist. Seid ihr bei 70 mm, 100 mm oder noch einer größeren Brennweite, dann sind kleine Blendeneinstellungen wie 2,8 oder 3,5 schon die Einstellung dafür, dass ganz viel hinter der Person, die ihr zum Beispiel fotografiert, out of focus ist. Zum Ersten. Zum Anderen, achtet bitte auch immer darauf, dass ihr bei der Blendeneinstellung auch das im Foto aussagt, was ihr aussagen wollt. Das heißt, wenn ihr auf Reisen seid zum Beispiel und ein bisschen zeigen wollt, wo ihr seid, dann nehmt nicht die kleinste Blendeneinstellung, sondern geht ruhig auf Blende 5,6, Blende 8 meinetwegen, so draußen bei Sonnenlicht. Dann könnt ihr wunderbar zeigen, wo ihr seid und man kann auch alles gut erkennen, weil alles im Fokus ist und alles scharf ist. So, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Ich hoffe vor allem, ihr konntet aus dem Video ein bisschen was mitnehmen und habt ein bisschen neuen Input bekommen. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen habt, was ich vielleicht vergessen habe, schreibt es unter dieses Video. Abonniert natürlich auch gern meinen Kanal, wenn ihr wollt. Und in diesem Sinne danke ich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren eurer Blende oder Offenblende und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.